Hallo meine Lieben, willkommen zurück und ein herzlich willkommen auch an die neuen Zuschauer. Wenn euch das Video gefällt oder allgemein euch meine Videos gefallen, dann abonniert meinen Kanal. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Heute stellen wir zusammen ein ganz berühmtes Getränk zu, und zwar die sogenannte goldene Milch. Die goldene Milch wirkt entzündungshemmend, entgiftend, vitalisierend und verjüngend. Und da wir uns hier ja auf dem Kanal der Jungbrunnen befindet, ist die letzte Wirkung für uns auch sehr interessant. Ich habe da eine ganz eigene Variante zu. Ich benutze dafür frischen Kurkuma und frischen Ingwer. Und wir bereiten den so zu, dass man den auch im Kühlschrank lagern kann. Das heißt, wir bereiten eine Paste zu, und diese Paste kann man dann benutzen, um öfter die goldene Milch herzustellen, sodass man nur einmal den Aufwand hat und dann kann man die öfter herstellen. Und das Besondere ist halt auch, man hat frischen Ingwer und frischen Kurkuma, also keine trockenen Pulver. Und da ist die Wirkung auch noch besser, meiner Meinung nach. Die goldene Milch ist ein Getränk, das kommt aus der Ayurveda-Lehre. Und zwar ist das einfach Kurkuma mit Milch. Das ist das traditionelle Rezept, und wir fügen, wird es noch um Kardamom erweitert oder auch andere Zutaten. Wir werden zum Beispiel heute Pfeffer nehmen und ich werde dann noch Zimt rein tun in meinem Rezept. Kommt da auch Zimt rein. Und gesüßt wird mit Honig oder Agavendicksaft. Man kann auch Dattelsirup nehmen oder auch Datteln selbst pürieren. Ich werde heute Honig nehmen, weil Honig auch speziell auch noch eigene gesundheitsfördernde Eigenschaften hat. Also, und speziell soll die goldene Milch stark entzündungshemmend wirken und sie soll auch vor Gelenkerkrankungen schützen und sogar Arthrose lindern und heilen. Wird auch nachgesagt, halt die Immunabwehr zu stärken, was ich schon gesagt habe, und verschiedene Krankheiten, auch noch mehr Krankheiten zu heilen. Es ist halt eine super gute Waffe gegen alles, was so kreucht und fleucht, Bakterien, Viren, Pilze. Ja, ist auch gut für die Verdauung. Ja, ich erzähle mal ein bisschen was zu den einzelnen Inhaltsstoffen. Geheimnis hinter der goldenen Milch ist jetzt speziell die Kurkuma. Diese enthält Kurkumin, das ist ein natürliches Antioxidant. Und dem Kurkumin werden sehr viele Effekte zugesprochen. Unter anderem soll es die Hautalterung verlangsamen, die Leberfunktion anregen und helfen, Giftstoffe aus dem Körper zu leiten. Und er kann auch bei Magen-Darm-Beschwerden Abhilfe schaffen. Diese Wirkung habe ich bisher bei mir noch nicht festgestellt, aber es wird ihm halt nachgesagt. Kommen wir zum Honig. Die Hauptwirkung des Honigs ist, die ich auch kenne, die ist antibakteriell und antiviral teilweise auch, könnte sogar gegen Corona helfen. Könnte. Ich weiß es nicht. Ich sage das jetzt mal so. Also Honig hat auch dem werden auch viele Heileigenschaften zugesprochen. Ich zum Beispiel, wenn ich merke, ich habe einen rauen Hals oder auch Husten, nehme sofort einen Teelöffel Honig und dann ist es weg. Wirklich. Ja. Und in dem Fall werden wir den Honig auch nutzen, um die Paste haltbar zu machen. Den wir jetzt von der goldenen Milch zubereiten, um die haltbar zu machen. Durch den Zucker, der im Honig ja auch enthalten ist, wirkt das auch als Konservierungsstoff in unserem Fall. Ja, der Ingwer hat viele wertvolle Inhaltsstoffe, Vitamin C, Magnesium, Eisen, Kalium und Calcium. Und wirkt auch vitalisierend, kann man auch als Alternative zum Kaffee trinken. Und bei mir persönlich hilft es auch tatsächlich auch gegen Gelenkschmerzen. Und bei mir hilft er auch ganz ein bisschen gegen Muskelkater. Wenn ich mal Muskelkater habe, mache ich mir ein Ingwerwasser, und das hilft auch im Gegensatz zu Kaffee, der verstärkt bei mir den Muskelkater. Und auch Gelenkprobleme. Ein Kaffee versteckt bei mir leider auch Gelenkprobleme. Deswegen kann ich den auch nicht so gut trinken. Ja. So, der Zimt. Ich habe den Zimt jetzt umgefüllt.
Das ist Zimt aus Marokko. Das ist dieser hochwertige Thailand-Zimt. Hat einen guten Geschmack, wirkt auch ein bisschen erwärmend und gibt der Milch noch so eine süßliche Note und wirkt auch ein bisschen anregend und es hilft auch ein bisschen, die Darmtätigkeit anzuregen. Also mit dem Zimt muss man ein bisschen aufpassen, der ist halt optional. Ich tue den jetzt rein, aber ich tue den nicht jedes Mal rein, weil der auch eine, die Wirkung ist halt sehr stark. Und vor allem bei Kindern muss man sagen, dann, wenn die goldene Milch auch an Kinder gegeben werden soll, man kann die ja süßen, dann schmeckt die ja sehr lecker, dann den Zimt definitiv weglassen, weil Zimt ist nicht so gut für Kinder. Ja, ich weiß jetzt nicht wieso, müsste ich mal nachgucken, aber ist nicht so gut für Kinder. Also in dem Fall den Zimt auf jeden Fall weglassen und ich tue den auch nicht in jedes Mal rein, wenn ich das zubereite. Jetzt werde ich den rein tun, aber ich tue den nicht jedes Mal rein, weil ich will auch nicht so große Mengen an Zimt konsumieren. Wohingegen das Kurkuma und der Ingwer sind total unproblematisch. Man kann sich das Getränk ein, zwei, dreimal am Tag zubereiten, das ist gar kein Problem. So, manchmal kommt noch Muskatnuss rein, ich werde das nicht rein tun. Muskatnuss hat auch positive Eigenschaften. Ich werde die Muskatnuss jetzt aber weglassen. Und die Muskatnuss wirkt halt auch halluzinogen teilweise und deswegen soll man auch nicht so viel davon am Tag nehmen, maximal 4 Gramm. Und ich lasse die einfach weg, weil ich auf der sicheren Seite sein will. Aber wenn man den Geschmack mag von Muskatnuss, spricht gar nichts dagegen, eine Prise davon reinzutun. Also ich tue den Muskatnuss manchmal rein, aber ganz, ganz selten wirklich. Ja, schwarzer Pfeffer wirkt auch anregend. Ich habe jetzt halt den ganz billigen, aber man kann auch guten Pfeffer nehmen. Ich empfehle guten Pfeffer, ich habe jetzt halt nur den da, deswegen nehme ich den. Es enthält Piperin und sorgt für eine scharfe Note und hilft auch bei der Verdauung und hilft auch den Stoffwechsel anzukurbeln. Der Pfeffer hilft auch den Stoffwechsel anzukurbeln durch die Schärfe. Genau, das ist also gut, wenn ihr abnehmwillig seid, nehmt ruhig auch ein bisschen Pfeffer mit rein in das Getränk. Und was auf jeden Fall wichtig ist, man kann, also wir werden die Mischung zubereiten und dann in einem Einmachglas reintun, also in so einem Schraubglas und dann kann man die im Kühlschrank aufbewahren. Ich tue da kein Fett rein, aber man kann, bei der Zubereitung sollte auf jeden Fall Fett verwendet werden. Also entweder man verwendet eine Pflanzenmilch, wo auch ein bisschen Fett ist, oder normale Milch, oder man kann auch ein bisschen Kokosöl reintun oder dieses neuartige MCT-Öl. Das ist auch sehr gut, kann man auch reinmachen, weil das Fett, das hilft auch dem Körper dabei, die Inhaltsstoffe noch besser aufzunehmen und ist auch Bestandteil normalerweise der goldenen Milch, einfach traditionell wird sie ja mit Kuhmilch zubereitet und das Kuhmilch ist ja auch Fett, die hat 3,5% Fett, 3,8%. Irgendwas. Normalerweise hat die um die 3,8% Fett normal. Okay, so das war's. Jetzt geht's an die Zubereitung im anderen Zimmer. Und danach bereiten wir die goldene Milch mit der Paste auch einmal zusammen zu und probieren sie, um zu sehen, wie der Geschmack ist. So, jetzt geht es also an die Zubereitung. Wir haben hier die Küchenwaage wieder. Den frischen Kurkuma, 3 Stück habe ich heute gekauft. Das sind 35, 36 Gramm frischen Ingwer. Das sind 31 Gramm. Insgesamt 74 Gramm. Ich weiß noch nicht genau, ob ich den ganzen Ingwer benutze. Wie schon gesagt, da kommt bei meiner Version kommt da noch Zimt rein. Schwarzer Pfeffer. Honig. Und für die Veganer, die können halt Agavendicksaft nehmen. Und den Honig nehme ich auch wegen dem Geschmack, aber auch, weil sich die Mischung, unsere goldene Milchmischung in diesem Glas im Kühlschrank dann um die 2, 3, 4 Wochen hält. Jetzt als erstes den Ingwer schälen. Und das sind alles frische Zutaten. Der Ingwer und der Kurkuma sind ganz frisch. Und ich werde beides schälen und auf dieser Ingwerreibe reiben.
Und das kommt dann direkt in das Glas, wo es dann gemischt wird mit dem Honig und dem Zimt und dem Pfeffer. Und 20, 25 Gramm geschält. Muss ich dazu sagen, der färbt sehr, sehr stark ab. Das wird man dann auch in Ingwerreibe sehen. Ich werde die Reibe danach in die Spülmaschine packen und nach ein paar Wäschen ist sie wieder sauber. Okay, jetzt habe ich den ganzen Ingwer gerieben und schon hier rein. Da ist auch ein bisschen Saft. Und jetzt kommt noch der Kurkuma. Jetzt die weiteren Zutaten. Der Zimt. Der riecht sehr gut. Das ist Ceylon-Zimt aus Marokko. Mit Kindern, wie gesagt, muss man aufpassen, da würde ich den Zimt weglassen. Nur ein Teelöffel. Ich habe jetzt zwei Teelöffel für mich genommen. Halben Teelöffel schwarzen Pfeffer. Wie gesagt, mit Kindern würde ich den vielleicht auch weglassen. Und jetzt kommt die letzte Zutat, der Honig. So sieht das jetzt aus. Durch den Ingwer, der viel Saft gelassen hat, ist er jetzt recht flüssig geworden. Üblicherweise ist er nicht ganz so flüssig. Zubereiten will, nehme ich einfach einen Teelöffel, einen halben Teelöffel oder einen Teelöffel mit. Definitiv muss da noch Fett dran. Das ist ganz wichtig bei der Zubereitung, sollte noch ein bisschen Fett dran. So, und jetzt bereiten wir dann noch einmal zu, zusammen. Gucken, wie er schmeckt. So, da sind wir wieder mit unserer Mischung, die wir ja jetzt hier im Glas haben. Und ich habe noch ein bisschen Agavendicksaft, dass ich das noch ein bisschen süßer, wenn mir das nicht süß genug ist. Also hier sieht man nochmal die Konsistenz. Kann man echt gut im Kühlschrank so aufbewahren. Riecht nach Honig und auch ziemlich scharf. Riecht auch sehr scharf. Der Ingwer war auch, glaube ich, ziemlich scharf. So. Ich nehme jetzt einen halben Teelöffel oder einen Teelöffel, naja, okay, kann sagen. Ich nehme jetzt so einen ziemlich vollen Teelöffel und das da rein. So. Und jetzt hole ich das heiße Wasser aus der Küche und ich tue auch ein bisschen Hafermilch rein diesmal. So, jetzt zurück mit dem Wasser und dem Haferdrink. Was ich noch sagen wollte. Bei dem Honig, den da sollte man nicht über 40 Grad erhitzen. Und das Wasser ist ja jetzt ziemlich heiß, deswegen tue ich erstmal ein bisschen Haferdrink rein. Das ist kein Problem. Wenn man den Honig nämlich erhitzt, dann verliert er viele seiner Eigenschaften. Ich tue mal ein bisschen. So. Ich mache einfach mal halb halb. Es wäre echt gut, noch ein bisschen Kokosöl mit reinzumachen. Das ist auch. Kokosöl ist sehr lecker, aber ich habe jetzt kein Kokosöl da, muss ich kaufen. Nun,
Ah ja, schön sieht das aus. Ziemlich golden. Man könnte direkt noch mehr reinmachen. So, das ist die schöne Farbe. Die Farbe ist wirklich schön. Riecht immer noch sehr stark nach Ingwer. Ja, sehr lecker. Gutes Verhältnis von Hafermilch und Wasser. Ja, ich merke jetzt schon, wie meine Falten verschwinden. Ja, aber jetzt mal ohne Scherz. Die wirkt verjüngend und vitalisierend. Ist gut für allgemein für den Körper, für die Verdauung. Und hat auf jeden Fall sehr, sehr viele positive Wirkungen. Anstatt dass ihr euch einen Kaffee reinzieht, empfehle ich euch lieber das. Ja. Okay. Ich genieße jetzt noch meine goldene Milch. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Ich freue mich über neue Abonnenten. Und hinterlasst vielleicht auch einen Kommentar. Wie war eure goldene Milch? Konntet ihr sie im Kühlschrank lagern, so wie ich es versprochen habe? Also 2 bis 4 Wochen, würde ich sagen, hält sie sich definitiv im Kühlschrank. Vielleicht sogar noch länger, aber so, ich glaube, 4 Wochen war bei mir das Maximum. Da war die immer noch frisch. Und ich mache vielleicht noch ein Video. Ich habe einen Entsafter und man kann den Entsafter auch nutzen, um sich den ganzen Herstellungsprozess zu vereinfachen. Habe ich schon mal gemacht. Ich habe euch das diesmal mit der Ingwerreibe gezeigt. Aber man kann auch den Safter nutzen und hat auch noch ein bisschen, hat den Vorteil, man hat auch ein bisschen Ingwersaft noch, den man auch so als Ingwershot direkt trinken kann. Genau. Und man muss selbst nicht so viel arbeiten, weil den Safter macht ja die Arbeit. Okay, dann bis bald. Tschüss.